Willkommen zurück zu Neo, Drache des Nordens. Die ist hier Nummer 1. Ah, der Dicke ist da immer noch. Jetzt, wir sind auf dem guten Weg, glaube ich, das Level fast zu beenden. Ich weiß, dass die Level meistens sehr, sehr lang sind oder teilweise lang. Aber hier habe ich so das Gefühl, wir sind kurz vorm Ende. Muss natürlich nicht sein. So. Ja, wir müssen auch auf Spinnen achten. Habe ich den gerade da hinten Schaden gegeben? Oh, fuck. Ja doch, diese Viecher geben echt verdammt viel Loot, finde ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriege ich hier schon Rüstung für Stufe 1? Ne, kriege ich nicht. Naja, gut. Ist mein Ton eigentlich... Ach, jetzt bin ich wieder auf 62 statt auf 64. So, jetzt müsste ich lauter sein. Ach, was ein Bullshit immer. Oh, oh, okay. Es ist doch noch sehr, sehr offen hier. Kurz vorm Ende ist nicht. Oh, wie ist er denn? Oh, was zum Fick. Oh, jetzt nervt da oben noch einer. Der hat gerade seinen Kopf so lang gemacht. So. Interessanter Gegnertyp. Ey. Dämonenschnitter. Der sah ja mal interessant aus. Was ist denn das hier? Hä? Irene ist mein Held. Ah, ja. Okay. Das ist schön. Was ein komischer Name. Oh, ich kann runterfallen. Und wieder ein Tempel. Tja, ja, nice. Na, mit meinen 4 Millionen. Ja, war ja mal wieder klar. Oh, es ist ein Yokai. Ach, der kriegt ja gar keinen Schaden dadurch. Ich seh nix. Nein. Ich frage mich, ob es hier auch eine neue Mimik gibt. Sowas in der Art. Oh nein. Oh, so einer.
Oh, der hat diesmal zwei. Kann man den nicht irgendwie versuchen zu staggern, sodass der dann umfällt und man dann den einfach so zack mit Dreieck wieder eine geben kann? Moment. Ah, perfekt. Also ich muss auf jeden Fall da rein. Das zeigt mir ja der Marker schon. Oh. Komm. Nee, doch nicht. Rüstung, das ist schon wieder ein Seelenstein. Also hier kriegt man echt verdammt viel Seelensteine normal. Also die großen. So muss das auch sein, ey, ganz ehrlich. Was? Ich häng fest. Das gibt's doch gar nicht. Ich komme da nicht mehr hoch. Jetzt komm runter hier. Ja, natürlich, er bewegt sich halt auch nicht. Gott sei Dank. Das dauert ewig, bis der sich mal bewegt hier. Der fette William. Doch, das funktioniert. Gut zu wissen, es geht doch. Nicht, dass ich den nie staggern kann und dann habe ich die ganze Zeit nur Probleme mit dem. Wäre nicht so cool. Und jetzt ist hier schon der Shortcut. Ja, sieht so aus. Ja, also ich finde, bisher lebt das Level davon, dass es sehr viele Shortcuts auch gibt. Kommt man denn da hin? Oh ne, wirklich? Moment. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt wirklich hier funktioniert, was ich jetzt hier vorhabe. Aber einen anderen Weg würde ich jetzt nicht wissen. Warte mal. Das kann nicht richtig sein, oder? Geht das? Ne, es geht doch gar nicht. Ach. Ne, auch nicht. Egal, lassen wir den Kodama da erstmal Kodama sein. Oh, hinter mir! What the fuck? Also die Viecher sind schon wirklich gefährlich, ey. Der kam da raus, der kam hier raus, oder was? Na komm. Ich tu dir nichts.
Ich bin dein Freund und dein Helfer. Das war, glaube ich, der Gegenstands-Kodama, kann das sein? Hat funktioniert. Oh, jetzt versteckt er sich auch. Ich glaube, ich habe jetzt schon so 6 oder 7. Ich muss nochmal da hoch, da ist Loot. Loot ist gut. Da oben ist doch einer. Nee, ich... Da gab es so einen Shortcut. Alter, 3 von den Viechern? Holy shit. Ich aktiviere nochmal kurz den Shortcut, sorry. Och nö, jetzt sind das hier echt. Was war denn das? Oh oh. Nee, mit 3 will ich es ehrlich gesagt noch nicht aufnehmen. Bei 2 sieht es schon anders aus. Oh fuck. Alter, haben die am Umfang, ey. Die Reichweite, die die haben, ist echt verdammt böse, ey. Also die Gegner sind cool, aber nicht leicht. Oh, warte mal, hier ist ein... Wenn das nicht eine Mimik ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach mal keine Mimik. Okay, das war guter Scheiß, ey. Also eigentlich muss ich da rein, da hinten rein. Und ich gehe jetzt hier volle Kanne den optionalen Weg, oder was? Nein. Ich weiß nicht, ob du diesen DSC sagen soll. Außer, dass mir das echt Spaß macht, mal wieder was Neues zu sehen. Und wer ist er denn? Was bist du für ein Hans, ey? Ja gut, keine Ahnung, was das für einer war. Nein, ich wollte... Okay.
Wo auch immer der herkam, ey. Oh, oh, ne Mimik. Okay. Oh, warte mal, hier ist noch ein Yokai. Ein Kodama. Ein Yokai, ja, genau. Wie kann man denn auf so ein engem Gebiet hier so einen Typen hinstellen, der einen tot schießt? Und da so ein Vieh hinstellen, was einen tot schlitzt? Was ist denn das, ey? So, und hier kann man jetzt den Shortcut aktivieren. Nice. Der ist auf der anderen Seite, ey. Der scheiß Regenschirm. Der Regenschirm ist echt ekelerregend, ey. Ich werd. Okay, ist auf der Hut bleiben, alles klar. Naja, also. Puh. Die Regenschirme habe ich noch nie für so ekelhaft empfunden, aber gerade eben waren die ja wirklich. Was war das denn für einer, ey? Konnten die schon immer lähmen? Wenn ja, dann ist mir das noch nie aufgefallen. Jetzt dann halt das erste Mal. Und irgendwie wusste ich, dass dieses Tor nicht komplett aufgeht am Anfang. Da sind wir doch nicht einen optionalen Weg gegangen, sondern komplett frei, also komplett storybedingt. Und alle Kodama-Geister habe ich auch. Ja, wie kommt man denn da hinten hin? Warte mal, das will ich mir nochmal kurz angucken. Ich habe ja eh alle gekillt. Weil ich bin der Meinung, wir sind nämlich am Ende des Levels, weil wenn wir schon alle Kodama-Geister haben, da kommt man irgendwie, da ist ein Gegner, da. Oh, hab ich mich erschrocken. Es ist eine Wand. Oh Gott. Hi. Bist ein cooler Dude. Ich guck gerade, ob es geruckelt hat. Da unten ist ein Gegner. Ah ja, so ein Schlangenvieh, okay. Die Frage ist, warum sollte man dann nach unten? Nein. Auch nicht, das kann doch nicht sein. Ich hätte an Entwicklerstelle gleich sofort irgendwo so ein Ding hingeklatscht. Moment, wo sind wir denn jetzt? Ah. Damit man hier so
sich so durchsneaken kann. Weil die Viecher sind ja hier schon, die sind ja zu dritt gewesen. Das ist schon... So, den Schaden nehme ich in Kauf. Okay, oder auch nicht. Weil die Dinger sind auf jeden Fall schon biestig, ey. Finde ich ja cool, dass man einen Alternativweg dahin hat. Rüstung des Helden hört sich ja auch sehr gut an eigentlich. Rüstung des Helden. Ach hier, die Schwalbenschwanzrüstung ist ja die neue. Da gucken wir mal, was die... Nein, nein. Was sie so kann. Schadensreduktion, Glück, Nahkampfschaden, Ausrüstungsbilanz, Ki und Glück. Naja. Finde ich jetzt nicht so geil irgendwie. Ah ja. Na gut. Ist jetzt hier nicht so der Burner. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal zum Boss. Weil ich glaube, da kommt nämlich jetzt schon der Boss. Wir haben nämlich alle Kodama. Wir haben ja alles geklärt. Das Kapitel war auch lang genug. Das hier müsste jetzt eigentlich... Ja, es ist der Boss. Okay. Jetzt bin ich gespannt auf den epischen Bossfight. Oh, what? Okay. Tausendfüßlerpanzer, tatsächlich. Also, der Bosskampf, der hat schon gut Schaden gemacht. Der hat auch ein sehr interessantes Angriffsset und der sieht sehr, sehr cool aus, der Boss. Aber geschafft ist geschafft. Holy fuck, nicht schlecht. Cooles Design. LOL. Ware, Yuubu Munsou ni shite hiku koto wo shirazu. Hitotori bashi ni demo hikazu. Tsui ni wa oni to kashi. Masamune sama no yaiba to naru. いつまで人の心でいられようか。これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒幅気を率いて最後の戦へ向かわん。
Do you believe everything you hear? William, Aobajo, okay, das war gerade komisch, was Dingens da hier, Hanzo, der Blick gerade von Hanzo war sehr, sehr seltsam. Was? Bishas Tausendfüßler, okay. Als wenn er gerade, wie heißt der? Masamune war. Also, oder Masune? Ne, Masamune, glaube ich, hieß der, ne? Aber auch kein Umarmen oder so. Ich weiß, es war damals jetzt nicht so der Fall, dass man sagt, ey, yo, Digga, hier... Brofus und so. Aber ein bisschen mehr Freude wäre schon cool gewesen, finde ich. Naja. Ist ein Spiel. Kann man nichts machen. Ein Wiedersehen mit Hanzo. Nice. Würde ich sagen. Mission 1 geschafft. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen werden. Ich glaube, es gibt so 4. Kein Plan. Ich habe keine Ahnung. Oder es gibt 3 Missionen. Okay, es gibt auf jeden Fall viele Nebenmissionen. William, wir können unser Wiedersehen später feiern. Es gibt Dringeres zu tun. Nachdem sie zu Yokai geworden waren, haben sich die Kurohabaki mit einer unbekannten Menge Geisterständen aus Tono in die Burg Aoba versammelt, wo Date Masamune reagiert. Ich fürchte, das Haus Date plant einen Aufstand gegen Fürst Ieyasu. Wir müssen jetzt handeln, um das zu verhindern. Mach dich schon auf den Weg, ich stoße später zu dir. Ich kann Shigesane nicht so zurücklassen. Menschen mit Geistersteinen in Yokai zu verwandeln, das haben wir schon bei Kelly gesehen. Aber ist das bei Shigesane und Kurohabaki, meine Fresse, überhaupt möglich? Das düstere Dämonenreich. Okay, keine Ahnung, wo das ist. Eine vergoldete Täuschung, dann noch wandelndes Kind, Unruhe im Norden und die Burg des einäugigen Drachen. Okay. Klingt, als wäre da schon Ende. Irgendwie... Wir machen natürlich dann erstmal das wandelnde Kind, dann das, nee, dann das und dann das. Ist ja klar. Aber das erst in der nächsten Folge, nächste Woche, am Mittwoch geht's weiter mit Neo Drache des Norden. Hauen Sie rein, tschüss und bis dann.